wollen da noch ein bisschen. Du, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Rein, was denn hier? Was ist er? Du sag mal, Lonny, was machst du hier? Was machst du hier am Mischer? Ja, schöne Betonbrause. Ja, schöne Betonbrause. Du, wir haben eine ganze Armee Gustels hinten im Kran stehen, du. Ja, aber hier, der Cola-Mix und der Sangria ist ja schon drin. Ja, wie der Cola-Mix und der Sangria? Was ist das denn, du? Das ist, ja, Betonbrause, Malle-Stimmung auf dem Bau. Ey, das klingt wie Kamelpisse. Mach das weg, du. Ja, aber ich kann das doch nicht ächzen. Das sind 4 Liter. Boah, ey, das riecht, du. Da schrumpft mir der Besen in der Nase. Was soll denn das, du? Später kommt der Neumüller vorbei und dann trinke mal. Ja, der Neumüller, du. Der Neumüller, der muss da kotzen von. Ja, klar. Ist ja eine Betonbrause. Der hat doch einen empfindlichen Magen. Das kannst du doch nicht machen, du. Ja, warum denn nicht? Ja, und der hat sich gestern ganzes Magazin Apachenzipfel reingefegt, du. Und weißt du, was da abging? Wie jetzt, Brausestuhl oder was? Ja, sicher, die Claudia hat mich angerufen, du. Die hat gesagt, der hat das ganze Scheißhaus voll gemacht, du, bis zum Rand voll. Ja, aber kann ich nichts für. Ja, du kannst was dafür, wenn heute Abend. Ich krieg einen Anruf. Oh, Lonny, du. Lonny, mach das. Es ist ein erwachsener Mann, der muss wissen, was er verträgt. Ach, Lonny, du, erwachsene Männer. Du wolltest auch mal einer sein und was ist daraus geworden? Da bin ich doch. Ja, sehe ich, du. Oh, Lonny. Das ist zu tief, Lonny. Der liegt auf der Seite. Was ist denn los hier? Der lag ja schon davor so, ne? Ja, aber weiß ich nicht. Du warst ja hier ein bisschen allein auf der Baustelle. Bausteller für dich immer noch. Schön auf Bausteller. Machst du schön Boda. Du, sag mal, ich hab da irgendwie so eine Grippe irgendwie im Magen. Ja, ich glaube auch. Das ist keine Grippe, du. Das ist einfach dein aktueller... Das ist, wer sich den ganzen Tag nur von Skittles ernährt. Hey, da sind Vitamine drin, sagt die Werbung. Ja, da ist ein Regenbogen drin, du. Ja, klar, und das ist alles, was du brauchst. Vitamine und Naschen. So, soll ich uns mal Baumaterialien liefern? Holzbalken und Deckenelemente. Da hinten stehen auch noch Materialien rum, die wir gar nicht brauchen, ne? Ja, mach mal weg. Die waren bei... Ja, wie geht denn das? Einfach hingehen. Warnlager oder was hier? Aber doch, Deckenelement haben wir doch da liegen. Ist das ein Deckenelement? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist der Chef. Das ist ein Deckenelement, dann brauche ich nur 3 kaufen. Firma, nee, warte, Karte. Oh Mensch, die Einkauferei immer. Ja, das muss der Chef alles verwalten. Das kann nicht irgendwie ein Lonny machen. Lonny ist Meister im Kran. So, was brauchen wir? Deckenelemente und einen Holzbalken oder wie viele? 2 und 4 Deckenelemente, also 3. So, dann gehen wir mal zur Kasse und lassen es direkt auf die Baustelle liefern, du. Bausteller? So, jetzt ist das da, oder? Ja. Nee. Nee. Wie, nee? Doch. Ja doch, da steht es doch! Mensch, Lonny. Mach mir doch, du. Ziemlich viel gebubert. Du machst mir ganz schön Schiss, du. Oh, ich hol mal einen Karren. Oh, nee, ich muss einen Karren mal tanken fahren, du. Ich fahr mal tanken, gell? Ja, mach du, Meister. Und weil wir den nicht einlagern, wird er auch nie repariert. Das ist auch so ein Problem. Der ist nämlich fast kaputt. Oh, nein! Jetzt habe ich die ganze Senf für über das Pult. Oh, nee, Senfpult schon wieder, du. Mit deinen klebrigen Krebscher. Ne, packst du... Das geht die ganze Armatur. Oh, Junge, ey. Ich habe doch da extra Feuchttücher für dich im Pausenraum aufgestellt. Ja, aber guck mal, ich kann ja nicht ohne Senfstuhl hier einen Kran bedienen. Vorschrift. Die Feuchttücher, gut, das ist jetzt eine Rolle mit 80er Schleifpapier, aber das geht auch. Der Maurer, der benutzt, der spuckt auf den 80er Schleif und dann reibt er sich damit trocken. Den Maurer will ich sehen. Ja, mach ich, du. Nee, warte mal, wo ist mein Auto? Fuhrpark, da ist er doch, der Pritschenwagen. Wieso kann ich da nicht einsteigen, weil ich schon drin sitze, ne? Ja. Probiert so. Mal wieder bis zum geht nicht mehr. So, dann fahre ich mal hier eine Tanke. So, mach mal, ich habe jetzt hier schon mal, ich schiffe hier alles um. Das ist ein unentdeckter Ort. Du, Lonny, ja, aufdecken kann ich eh nicht. Das kannst du, ne? Ja. Du bist ja der Entdecker. Ich bin der Entdecker hier. Ja, vielleicht mache ich da mal irgendwann... Alter, beim Rex kosten Diesel nur 52 Cent, Alter. Ja klar, beim alten Rex, so ne... Ey, du, der Rex, das ist ein Meister der Tankkunst, ne? Jetzt reparieren wir den Apparillo erstmal für ein paar Mark 50. Ist bestimmt teuer. Hoho! Was hat es gekostet? 7.000, ey. Alter. Der ist kaputt. Der muss heile sein, du. Weil ich den nie einlager. Ja, warum lagerst du den auch nicht mal ein? Ja. Weißt du, wir haben hier... Letzte Woche gab es irgendwie so ein Blizzard und du hast gesagt, oh, das muss der ab. Ach, Lonny, ich habe 1 Million auf der Bank, du. Nee. Herr Satan hat 1 Million. Satan hat die 1 Million. Der zahlt aber nicht. Am Ende sagt er, ja, danke für das Hotel. Tüdelü, ihr Wichser. Tüdelü, ihr kleinen Wichser. Ich könnte mir mal an meinem nassen Schnulli lecken.
Hotel H. Meine Hände sind sanft wie das gute 80er Schleif, du. Mal hier jetzt. So, ich komme ja auch mal ein paar Sachen holen hier. Ja, wird auch mal Zeit, dass der Chef auch mal irgendwas macht. Der Chef guckt immer nur zu und was? Navigiert. Ich bin hier immer aktuell, du. Ist mal erstmal gut, aber nicht dabei. Du, guck mal, ey, ich kann das so souverän schon steuern hier, das Gerät, ne? Also für mich, Chef, bist du ein bisschen zu passiv. So, guck mal hier, schön ran an die Lanze, du. Pass mal auf. Sag mal, Chef, bis Sonntag müssen wir durch sein. Ich habe eine Zaubershow als Londini. Ja, eine Zaubershow, du. Die machst du hier auf der Arbeit auch immer, wenn du verschwindest, ne? Ich Alter. Bin ja immer da. Ja, nee, schön verschwunden Zauber hat er gemacht, du. Selbst krank lässt er mich schuften. Ja, meine Güte, muss ran, Junge. Sag mal, Meister, hast du meine Hasen gesehen? Krank gibt's auf dem Bau hier nicht. Deine Hasen, Lonny. Die habe ich mir in den Hut reingezaubert, du. Den umgekehrten Rittberger habe ich gemacht. Londinis Zaubershow ist total bekannt hier bei den Kids. Auf dem Dorf. Unten am Weiler ist immer meine Show. So, soll ich mir gleich zwei mitnehmen, oder was? Ja, drauf. Ach, Lonny. Also ich muss sagen, so ein Hotel ist super für Kranarbeit, ne? Ja klar, du. Schleppen, du, das ist, das haben die Kids heutzutage auch nicht mehr gelernt, ne? Die wollen ja alle nur so merkwürdige, weißt du, irgendwie so Regierungsjobs, ne? Politiker wollen die werden, alle. Ja, für die Grünen. Für die Außerirdischen. Nee, für die Malalena Baerschock. Ja gut, die baut aber auch Parks, ne? Muss man ja mal sagen. Naja, sie baut keine, wir. So, zurücksetzen, ab in Modus. Ah, jetzt macht der Chef da noch ein bisschen was, damit er ein gutes Gefühl hat, damit er denkt, ja, ich bin auch Baustellen. Ja, das ist hier Zeitmanagement, du. 12 von 8. Wow, die Batsch, die Bettonbrause. Ach, die gute Bettons. Soll ich dir eine Kelle machen? Nee, danke, du. Ich habe genug Kiesel gefressen in den letzten Jahren. Da sind mir zu viele Steine drin, du, in deinem Gemisch. Da kannst du ja filtern. Mit Instagram. Schön mit dem Britta, oder was? Schön durch den Britta fegen. Schön durch den Britta gelunzt. Seidig. Seidigen Britta-Geschmack. Du weißt ja gar nicht, wie die Britta schmeckt, Lonny. So eine Betonbrause, ich muss einmal durch den Britta-Filter und dann ist sie gut. Kannst du auf dem Kindergeburtstag servieren. Ja, jetzt schön ran den Klotz. Ja, Führerschein ist aus den 90ern, ne? Hier den Kran. Ja, sehr, du. Da haben wir noch was gelernt damals, ne? Was habt ihr denn so gelernt? Erzähl mal. Ja gut, haben wir gelernt hier, wie man den Swaffle-Stick richtig in die Schwarte drückt, ne? Da hat er immer noch, da haben wir noch am Mann direkt geübt erst, ne? Du, sag mal, kannst du auch erste Hilfe und sowas? Ja, ich kann zweite und dritte Hilfe sogar. Jede Hilfe habe ich gelernt, du. Was ist denn das jetzt? Was für ein Fuhrpark? Parkplatz oder wie? Kann gut sein, ne? Was ist denn da bauen jetzt? Denn der sind nur die musste jetzt gleich aufs Haus drauf. Nee, ach so. Das ist jetzt erstmal. Boah, das ist aber auch wieder eine üble Kiste. Das ist der Alter. Ja, jetzt sind die. Zwei Krans. Können wir nicht zwei haben? Zwei Krans, ne? Da arbeitet ja hier. Oder weiß ich nicht. Bund. Warte mal, ich setz den mal hier zurück, den Karren. Ich steig mal aus. Was gibt's denn noch so an Kran? Ach Quatsch. Was mach ich denn? Aussteigen, Willi! Da muss ja ein Zwei-Kabinen-Kran. Es gibt halt nur einen Kranplatz. Das ist echt übel. Also das kann jetzt 10 Minuten dauern. Jobs. Nee, Quatsch. Fuhrpark. Nee, Quatsch. Karte. So, und nee, dann. Quatsch, du. Nee, Quatsch ist Death. So, betreten Fahrzeughandel. Wirtgen Bell Bobcat. Sortierung. Nach Fahrzeugklasse bitte mal sortieren. Raupenbagger. Gibt's hier nicht so ein. Ein Drehbohrgerät, gibt es eine Kaltfräse, du? Da gibt's auch eine Warme, häng ich jetzt aber dran. Das ist wirklich eine richtig, richtig harte Nummer, du. Ne, Mobilkran gibt's, du. Kann der Harpe da nicht was machen? Ich miete das mal, das Ding. Akzeptieren. Ich guck mal, ob das. So. I, nein, M.
Firma Fuhrpark dahin, du. Einsteigen im perfekten Zustand. Aber wenn wir den nicht so ordentlich zurückgeben, Lonny, ne? Ja, aber ich brauche Hilfe. Ja, Lonny. Du machst das schon. Klar macht der Lonny das. Der ist auch der Beste. Ich gönn mir gleich erstmal eine schöne Schlemmerplatte. Aber gut, mit die, mit anstatt Röstzwiebeln nehme ich Javanse. Schön mit Tabak auf den Pommes. Du hast doch gesagt, du hast aufgehört zu rauchen. Ich rauche ja auch nicht, ich esse das. Bäm, Alter, voll dagegen, du. Ja, wenn das aber wieder die Inge mitkriegt. Ah, die Inge bräuchte. Die schon wieder nachts an. Die sagt, das ist der gute Geschmack des Lebens. Dein letzter Zungenkuss war doch auch in den 70ern. Der Zustieg wird durch eine Maschinenkomponente. Ich habe da unten so eine merkwürdige Information, die ich nicht verstehe. Das hat der Reichweite? Keine Ahnung, du, das sehen wir jetzt gleich. Und schön rüber pendeln. Ja, guck mal, der Chef, der macht hier das, du. Also für einen mobilen Einsatz ist das doch ein geiles Ding hier. Kannst du eigentlich noch normal reden oder bist du jetzt schon... Nein, nee, kann ich nicht. Es kannst nicht mehr unterscheiden, was deine normale Stimme ist, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ey, Lonny! Durchgeflanscht, hast du es gesehen? Lonny, mach doch hinten, Lonny, wenn ich vorne bin. Ja, Moment. Lonny! Guck mal, da nehmen aber auch wieder so Sachen zusammen, ne? Das kann jetzt wieder sein, dass es richtig abspackt. Keine Kapriolen, habe ich gesagt. Eine Capri holen! Schön so alkoholfreie Maurersaft, du. Was ist dieses alkoholfrei? Das kenne ich gar nicht. So, es wird doch langsam. Sehr langsam, aber es wird. Naja, wieso? Geht doch. Wir sind doch schnell unterwegs hier. Na, einmal hier, ich habe einmal die Kransteuerung drin, nur da kann nichts mehr schief gehen. Was sagst du? Ah, ich mache hier vorne die kleinen Palettos, du, dann geht das. Pass mal auf, du. Ja, die Hinterpalette? Die Hinterpalette, die kannst du da hinten, du hast doch die langen Stücke da liegen. Na, guck mal, hier backt wieder alles rum. Ach, Quatsch. Quatsch, ne? Nur die Paletten tanzen. Ja, das sind Tanzpaletten, du, vom 72er Tanzmarkt. Vom alten Cola-Ball, du. Ja, ich gehe da gleich hin, dann drehe ich die um, dann geht das schon. Guck mal hier, die eine kann ich retten. Wirklich? Also, ja, mit meiner Krantechnik geht das. Und... Nee, jetzt ist sie... Kacke, jetzt ist sie da... Nee, ich hol mir erst die Kleine hier vorne. Aua, Lonny, jetzt pass doch auf da! Ja, das ist halt... Das ist normal. Das ist normal. Ich krieg hier einen Schaden. Wer bezahlt denn das? Du. Außerdem ist das ein freundschaftliches Anbutschen. So, für Betonplatten gibt's keinen Betreuer zu dir, wie du immer samstags... Warum nimmst du dir auch von unten? Das macht er automatisch. Das ist doch Quatsch. Guck dir das doch mal an, das ist alles automatisch hier. Warum macht er das nur bei dir automatisch und nicht bei mir? Ja, weil der einfach hier diesen Haken hat und dann zieht er halt raus, was er rauszieht. So, jetzt hau ich die da hin. Alles gut. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, was ich hier veranstalte. Bam. So, warte mal, da muss ich auch mal kurz... Aber da muss ja der Chef mal ran hier. Was ist das? Guck mal, der ist schon auch zu einer Block irgendwie, siehst du es? Hat sich doch einer gar nicht entfaltet. Oi. Ja, Chef. Guck mal, da komme ich vielleicht jetzt dran, Moment. Ja, schwierig. Die Platte ist, glaube ich, irgendwie komplett verschwunden. Diese Ware ist unerreichbar für den Kranhaken. Da verschwindet Ware. Ja, guck mal, an die komme ich gar nicht dran. Warte, hier wird's grün. Ja, die kann ich holen. Ja, die war ja easy. Hier, die wird ein...
elegantes Problem hier. Die war nicht so easy. Ja, solange die einen Haken hat, ist sie easy. Das ist... Aber einige haben keinen Haken. Da. Aber das ist das Chefsache, ne? Da kommt das Problem. Ich versuche die andere da aus dem Boden. Entweder wird sie für immer verschwinden. Mama, lass mal Lonnie ran. Ne, ich will die wegschubsen hier, pass auf. Du Chef, da hinten liegt jetzt eine, ne? Wo liegt die? Die, aber die ging nicht. Die steckt fest. Nicht. Die steckt. Deswegen will ich die schubsen. Ich will vielleicht mit dem Auto dagegen batzen. Nee, schubsen musst du die. Mama. Klingt aber ganz schön tief. Ich habe jetzt alle irgendwie keine Haken mehr, ne? Oh, die hier ist gerade. Jetzt pass mal auf, du. Was ist denn mit dem Ding hier? Das ist doch... Was ist denn hin? Ja, das war ein Schwingertrick, du. Das war ein Schwingertrick. Zack, da ist sie. Alter. Das war ein Move. Wie viel fehlen denn noch? Weiß ich nicht, eine ist verschwunden gerade. Eine muss ich neu bestellen oder so. Also eine ist wirklich weg. Ja. Weil hinten auf dem Platz liegt jetzt auch eine. Ach so, vielleicht ist die jetzt da gerespawnt? Kann sein. Oder lag die schon vorher da? Weiß ich nicht. Ne, wir haben die doch eigentlich verteilt, oder nicht? Eigentlich ja. Au! Mensch, Lonnie. So, war mal der Lon, der muss hier ein bisschen... Londini muss zaubern. Ja, doch, könnte passen, wenn da jetzt noch eine liegt. Ich glaube, hier kommt die lange ran jetzt. Ja. Ja, was ist da mit dem Paket da unten? Ich sage ja, da ist irgendwas irgendwie übrig. Ja, das Paket an sich? Ja, da liegt doch eine, die passt doch. Da ist doch noch nichts übrig. Da oben liegt doch auch noch so ein Paket, wo die Originalplatten lagen. Oder ist sie jetzt weg? Bei mir liegt da kein Paket. Ja, bei mir liegt da ein Paket rum. Bei mir liegt da ein richtig dickes Paket, du. Ich sehe da nichts. Komisch, bei mir ist da voll das Ding. Da liegt halt so Rohmaterial bei mir rum. So. Das war's. Oh, das Beton wieder gießen. Wieder Beton. Ja, schickst du jetzt den Kran weg oder was denkst du, was da noch alles kommt? Wie viele Stockwerke wird denn das Ding haben? Oh, einiges. Aber trotzdem... Ist das wirklich? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist teuer. Wir sind jetzt gerade bei der Hälfte des Baus oder so. Alter, das ist ja übel. So. Na jo, musst du wieder beides bestellen und ich reiß schon mal hin. Fuhrpaar. Das ist ja richtig übel. So ein Hotel ist ja wirklich so eine Monatsaufgabe. Ja, es ist ein Hotel. Da kannst du mal nicht mal eben machen, du. Dann ich sah dann irgendwie ein paar Tricks. So, Fahrzeughandel betreten. So. Jetzt brauchen wir... Ein Gießer und einen Mischer. Ein Gießer und einen Mischer. So, pass mal auf, Mischer. Ruf mal einen Mischer an und sag dem, der soll mal auf den Bau runterkommen. Du, ich hab wohl die Bettungbrause im Zahnfleischklebe. Ja, die Bettung, in deine alte Keramik da. Bei der Keramik hängt die Bettungbrause drin. Deinem Alabasterzahn, du. Sag mal, nehmen wir die Scania-Pumpe, die kostet weniger, oder? Nee, ist egal. Guck mal, eigentlich ist egal. Ich krieg eh 10%, ne? Weil... Chefrabatt, ne? Ja, klar. Der Harpe, du, der mag mich gern, ne? Fuhrpark. Wo sitzt du jetzt drin? Im Mischer? Im Betonmischer, ja. Ja, Klassik. Ich bin der Mann, der mischt. Du bist der gießt. Das Gießen, das ist echt eine Scheißarbeit, du. Das ist so, das ist, oh, und das kostet immer so viel Geld. Mensch, Lonny. Ja, was mal. Soll denn Lonny jetzt wieder daran ändern? Ja, weißt du, wenn du mal hier mit deinen Sparschweinen, ne? Wenn du das ganze Geld zu Hause lagerst und in deinen Teddy stopfst. Das ist mein Gehalt. Soll ich jetzt mein Gehalt hier noch verbraten? Ey, Lonny, ich gönn mir jetzt erstmal... Und wer kauft mir dann Senf Schnulli, hä? Ich brauche jetzt erstmal eine Packung Camel hier, sonst komme ich nie mehr zurecht heute. Die Gabi, die kackt mir doch aufs Dach. Camel, wer raucht eigentlich noch Camel? Mein Kumpel raucht Camel. Echt? Ich habe seit 10 Jahren... Ist der ein Student? Nee. Oder Neil, kennst du noch Neil? Ja, gibt's die das noch? Hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Nee, ich glaube, weiß ich nicht, ob es sie noch gibt.
Ist wahrscheinlich kulturelle Aneignung, gibt's heute nicht mehr. So. Warte, ich muss hier erstmal. Geh mal, ich komm nicht hoch, du! Ich steck da drin. So. Und ich habe hier perfekt angedockt. Ja, aber ich habe die Klappe noch nicht auf, so. Soll ich den Matsch reinschütten oder was da los, Chef? Nee, guck dir den Oschi mal an, den Okolyten. Ich muss das erstmal ausfahren komplett. Das ist übelst das Ding. Du bist so ein richtiger Gesichtsokolyt. Ein richtiger Okolyten, du. Meine Güte, hat er immer die Hände an der Kerze da, weißt du, feiert seinen Geburtstag nach. Ready. Weiß ich nicht. Soll ich einen Matsch mal reinmachen? So, dann touch mal rein, du. Gib mal Gas da am Touch Mahal da hinten, du. Habt ihr was? So. Ja, guck mal hier, wie der sauber reinschüttet. Das kann er halt, der Lonny, ne? Das ist mal ein schönen Schluck Maurerbrause hier, direkt vom Fass. Schön Knopf gedrückt hat er. Das spült, Chef, das spült. Ist das ja nicht. Aber mittlerweile ist es doch gar nicht mehr so schwer, oder? Ja, es ist trotzdem immer noch recht verpeilt, so. Weil du so viele Achsen hast, dass du jetzt gerade nicht unbedingt immer weißt, welche du gerade benutzt. So ist. Aber du könntest jetzt auf dem Bau anfangen. Wenn morgen einer sagt, wir brauchen hier jemanden am Betonspritzer, wärst du eigentlich bereit, oder eingelernt. Betonspritzen, ich weiß nicht. Andere Sachen spritzen besser. Aber wenn jetzt schräg gegenüber der Baumeister kommt und sagt, du, ey, boah, bei uns brennt's. Ich brauche ganz dringend einen an der Betonspritze. Die da. Können Sie das übernehmen? Dann würde er mich ansehen und sagen, ja, aber nicht dich. Ich nehme nach vorne den einarmigen Blinden. Ist alle. Ja, Ja, Mann, ich muss ja hier erstmal bestellen und so. Ach, bestellt nur. Der Rico hat doch geliefert. Ja, aber der Rico, der hat Stress mit der Gabi. Jetzt habe ich da vorne ein Signal für Baumaschine ist leer durchgehend stehen. Ja, der Rico, weil der gestern wieder die ganze Nacht Fußball geglotzt, ne? Ja, ja. Naja, ja, mit den Kumpels so, ne? Mit den Kumpels, ja, ja. Und ja. Ein feuchten Ött, ey. Ja, ist klar, wenn du Ött säufst, du, der ist jetzt auf einem Auge blind. Riechen kann er auch nicht mehr. Bei mir war viel schlimmer damals, du, Lonny, ne? Da ist eine Geschichte, da war ich auf einem Anus blind. Wie, du hast zwei? Ja, sicher. Wieso geht das nicht hoch? Das ist mal da rüber, ne? Ins andere Eckchen, ja. Ach, da ist irgendwie hoch gewesen gerade. Uiuiuiui, Chef, schön verteilen hier den Schmodder. Ich glaube, es wäre echt einfacher, wenn ich dieses Heavy Equipment Ding anschließen würde. Wieder alle? Nee, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit auf eine Stelle spritzen. Ich muss ja auch mal erstmal ein bisschen lenken zwischendurch, du. Ja, gleich ist durch. Ja, wir müssen so einen Betonmischer und einen Gießer. Ich komme nicht weiter nach vorne, du. Den müssen wir in die Firma integrieren, weißt du? Ist ja ganz ausgefahren, der Arm. Boah. Ach, guck mal hier, da geht's nach oben noch. Und da wieder nach vorne, so. Ja, ist leer, warte. Rico liefert. So, geht weiter. Oh, der Rico. Der sah noch traurig aus von gestern. Ja, ja klar. Der hat ja auch verloren. Ja, und beim Sportwetten hat er auch sein letztes Geld rausgedrückt, ne? Upsa. Es geht ein bisschen in die Tiefgarage, aber das ist nicht schlimm, da müssen wir eh nochmal spachteln. Stell dir mal vor, du
schwenkst den Arm in so ein Wohnzimmer von den wilden Leuten da unten und gießt dann einfach mal so ein paar Liter Beton rein. Ja, freuen die sich doch. Ist gratis Beton, sollen sie nicht beschweren. Ja, weil sie im Moment sind, Alter, wie der eine Arm hier abgeht. Siehst du das auch, das ist ein Grafikfehler? Nee, ich sehe ja nur unten, da wo hingespritzt wird. Die Stütze da, die geht richtig ab bei mir. So, ich muss nochmal hier drüben weiter spritzen. Alter, Beton ist aber auch echt explodiert jetzt, ne? Das kostet. Das kostet du, klar. Weil alle horten. Ja, wegen den hier, den Arabern, du, oder wie die Hese. Ja, das ist, ich bin ja bei Pferden eh so der Haflinger-Typ, ne? Nee, du weißt schon, die da. Mit dem Öl. Ja, aber damit tankst du doch kein Auto mit dem Beton, du. Nee, aber die bauen da ihre Wolkenkratzer. Ja, sollen die mal die Wolken kratzen, du. Ich hab schon Probleme damit, du. Ich hab da, Lonny. Du musst auch noch mal zur Apotheke, fällt mir gerade an. Hast du wieder diesen fiesen Ausschlag? Ich hab da wieder so einen Prickel, ne? Da fehlt da noch ein Prozent. Was ist denn da los? So. Also, geht doch. Markierten Bereich mal räumen, du. Erstmal wieder zurücksetzen den Apparat. Hier, Klappe zu. Also bei mir... Fahrmodus. Jetzt. Bei mir war da eben gerade voll das Abglitschen. So. Boah, wieder Fertigwände und sowas. Da musst du wieder mit dem großen Hänger und sowas holen. Ne? Ja, leih doch mal ein. Ja, mach du bist der Hängerfahrer. Ich hab schon genug zu tun, das Ding rumzukranen. Oh, Meister, wie viele Stockwerke sollen das Ding haben? Weiß ich nicht. Warte mal. Was ist eigentlich mal mit Mittag, du? Wie Mittag? Jetzt schon Mittag? Ich bring jetzt erstmal hier den zurück. Ich bring kurz noch die Autos weg hier. Einlager. Lonny will einen Senfschnuller. So. Dann brauchen wir jetzt... Was brauchen wir denn jetzt? Fahrzeughandel. Dann brauchen wir eine Zugmaschine oder was, ne? Ja, wir den LKW quasi und halt den Hänger. Ja, hier. Zugmaschine, guten Scania. Der wird gemietet. Und aber den 14er, oder? Den, oh, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht geguckt, du, ne? Das ist mir egal. Und hier... Ein Multi-Aufleger. So. Dann müssen wir da auch wieder Beton reingießen, ne? Weil erstmal die Wände und sowas wieder stehen. War das nicht beim letzten Mal auch so? Ja, ich glaube, wenn die Wände stehen, dann in diese Verschalung muss dann erst wieder Beton rein, ja. Alter, können wir nicht irgendwie wie die Amis bauen aus Holz? Holz und Nägel? Ja, aber das steht ja dann nicht lang. Das steht ja dann nicht lang, du. Wir haben damals gebaut wie Jesus. Ja, haben die. Ich fahr jetzt erstmal die Wände holen, du. Holz und Nägel. Oh, warte. Rückwärtsgang, ne? Ah, da kann ich aber direkt andocken hier. Das ist. Hat er schön geparkt hier. So. Also ich bin bereit, Chef. Leertaste. So, wir sind jetzt im Bauabschnitt G, oder? Ja. Wir sind immer noch nicht bei 50%. Das ist so abartig. Echt nicht? Nein! Was? Alter? 49! Das ist der krasseste Auftrag aller Zeiten. Wirklich. Haben wir uns da nur angetan. Wir bauen ein verdammtes Hotel. Ja, du hast gesagt, du willst weg von den Straßen. Immer nur Straßen, hat Lonny gesagt. Immer nur Straßen. Ich habe gesagt, Junge, im Straßenbau, da liegt die Zukunft. Wegen meiner Lunge. Ja, Lunge. Und jetzt die schönen Asbestkoffer hier, die schnüffelst du, oder was? Aber nur, wenn es pulverisiert ist. Ganz feinstaubig mag ich meinen Asbest am liebsten. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal einen Mittag. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ich verlade hier nur die Wände in der Zwischenzeit und dann... So ein Apachenzipfel ist schon was Nettes. Ja klar, du, Sechserpack aber nur, ne? Ein ganzes Magazin. Zwei aber direkt Pille. Aus der Pelle. So Leute, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Bausteller. Bewerten und schreibt uns eure Kochideen, was man auf der Baustelle so alles kochen kann. Ja, in die Kommentare. Also hier ist eine Betonbrause. Die ist immer gut, die gibt Kraft. Ja, klar. Du, wir machen das schon, ne? So ein schön. Da ist er ja schon hier mit den Wänden. Schön schlaffen Lonny. Ja, den muss jetzt wieder da runter buxieren, hinstellen, aufklippen und dann verteilen, ne? Ja. Mit dem Kran muss die runterheben. Das ist halt full. Ja, das ist full. Das ist ein richtiger Full-Job. So, gut. Aber für uns reicht's. Wir brauchen ja auch irgendwie ein bisschen Stärkung. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren und wiedersehen und... Schnippi.